Na, und als Kind habe ich eben dann Sport, da ging ich noch in die Schule und dann habe ich Geräteturnen. Und da gab es einen Arbeiterturnverein, der war bei uns führend in Heidenau, also überhaupt in Sachsen wahrscheinlich. Und den bürgerlichen Turnverein. Und dann gab es noch Turngemeinde und so weiter, so die Lehnvereine. Also Vereine gab es genug. Also es war fast jeder Mensch in irgendeinem Verein. Ne? Ist heute alles ein bisschen anders. So. Und Geräteturnen war damals wirklich, und da habe ich Gefallen dran gefunden. Und der Vorturn, das war, ich bin in deutschen Turnverein, ich hatte keine Ahnung von Politik damals, etwas. Und sagte mein Bruder, der war ja ein Jahr älter, du gehst in den deutschen Turnverein, das geht nicht. Wir sind Arbeiterkinder, da gehörst du nicht dorthin. Ja, wenn du das sagst, dann melde ich mich eben in den Arbeiterturnverein. Ne? Ja, jetzt aber der Schichter, der hatte gemerkt, dass ich eventuell Talent hatte. Der hat sich nur mit mir beschäftigt im Geräteturnen. Und der war jetzt empört. Hab ich dich jetzt so weit und so weit? Ach, oh, der war da, ich hab zwei Ohren. Ne? Und bin trotzdem, wenn es das mein Bruder empfiehlt, da war ja der Älteste. Ne? Also bin ich im Arbeiterturnverein. Ja, und dort bin ich dann sozusagen bis immer geblieben. Ne? Und da habe ich Leichtathletik, also Geräteturnen war mein Hauptfach. Leichtathletik, da musste man einen Sportplatz bauen, so und so viele Stunden, sonst durfte man eben auf den Sportplatz, das war unser Sportplatz. Dann bin ich schwimmen gegangen, also alle Sportarten, weil ich wusste, Geräteturnen brauchst du, Leichtathletik musst du damit, schwimmen das brauchst du auch, das brauchst alles, also habe ich alles mitgemacht.